Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Rollercoaster Tycoon 3 Wild und wir suchen gerade das passende zu essen raus. Oh, Sandwiches. Ich liebe Sandwiches. Können wir hier nichts hinstellen, ernsthaft? Das finde ich ja voll gemein. So, packen wir es einfach dahin. Super. Und dann können die hier auch was essen und trinken und das ist dann, glaube ich, gar nicht mal so übel. Aber ich würde hier gerne noch den ein oder anderen Mülleimer platzieren, weil ich habe Angst, dass die das hier gleich vollmüllen werden. So. So. Na gut, vielleicht auch noch eine Bank. Ich nehme jetzt hier mal einfach die Marmorbank. Die passt sich wenigstens gut diesem Weg hier an. Platziere ich mal noch da und keine Ahnung wohin. Hier einfach so. Gut, passt, wackelt unter Luft. Wir haben noch 5000 Euro zur Verfügung und müssen jetzt mal schauen, dass wir das Gehege hier bewohnt kriegen. Lassen wir die Leute einfach mal 2,50 für den Spaß zahlen, alle 10 Minuten und eröffnen. Wie sieht es hier drüben aus? Ist es dann dasselbe? Ja, wir müssen es nur eröffnen. Perfekt. Gut, dann ziehen wir mal noch den Weg hier rüber. So. Tada-da-da. Und. Tada-da-da. Jetzt fehlen irgendwie nur noch die Pandas. Panta. Hallo. Habe ich gerade Pandas gesagt? Ich meine die Pantas. Die Panther. Scheiße, die Pandas, genau. Ja, ich hatte gerade so viel Pandas im Part davor. Gut, jetzt haben wir hier 3 Stück. Hallo, ihr kleinen süßen Pandas. Fühlt ihr euch hoffentlich wohl und so. Gut, dann stellen wir hier mal noch jemanden ein, der sich mit um die kümmert. Weil bis jetzt haben wir ja hier nur einen Tierpfleger. Anscheinend schon Tierpfleger 6, alles klar. Wir können hier noch eine Reinigungskraft einstellen, auch wenn der das momentan nicht so gut gefällt. Aber bitte, das wird hier noch voll werden und dann hast du viel zu tun. Warte mal ab. So, dann packen wir mal da noch einen hin. Und hoffen einfach mal aufs Beste, obwohl wir könnten da eigentlich auch noch einen hinstellen. So, 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 so. Tada! Alter, was ist denn hier los? Achso, die rennen dem Typen hinterher. Es ist soweit. Es sieht ja schon ein bisschen brutal aus, wie sie da hinterher rennen. Ach, du Heilige. So, machen wir hier einfach mal ein bisschen schneller. Gut, was haben die drei hier eigentlich für einen Erregungswert? Das wollte ich noch nachgucken. 6,79 und 7,0. Okay, und wie er soll ja einfach nur einen mit mindestens 5 besuchen. So, dann soll er mal hier zu der blauen gehen und zu roten. Tada. Okay, VIP verlässt den Park, Alter. Du hast gar nicht deine Route abgeklappert. Böser VIP. So, Mindestverkehrswert 70.000. Tiere auswildern 6. Was haben wir jetzt für einen Mindestverkehrswert? 65.000. Ja, mein Gott, die Achterbahn bringt es anscheinend. Gut, aber ich glaube, wir müssen ein paar kleinere Einnahmequellen finden, um uns hier irgendwie über Wasser zu halten. Versuchen wir es einfach hier mal mit dem Meteoriten. Ich denke, der könnte das ganz gut meistern hier. Ich überlege gerade nur, wo wir den hinstellen. Weil ich würde hier gerne irgendwie noch einen Weg dran vorbeiführen lassen. Machen wir einfach so und so. Dann ist der da dazwischen und wir können hier so den Rest lang führen lassen. Gut, testen. Alle 10 Minuten. Machen wir ruhig 2,50. Irgendeine Musik und Volllast. Und dann, bitteschön, obwohl wir könnten den Spaß auch noch gerne einfärben. Dagegen habe ich nichts. So, Zeit wieder schneller. Ich weiß nicht, ob ich die immer langsamer mache. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Ach ja, einfärben. Was passt denn hier gut? Grüne Farben passen hier, glaube ich, gut. Mach mal grün, weiß, braun. Grün, weiß, braun. Tada! So. Ich glaube, wir brauchen hier noch eine Attraktion. Sonst fällt es hier langsam auf. So, Panther ist trächtig, na Wahnsinn. Vielleicht sollten wir die Futterzeit hier nochmal neu regeln. So, ihr kümmert euch darum.
Panther, bleib mal stehen. Panther, gefällt das super hier. Sehr gut, dann würde ich den Panther jetzt mal auswildern. So, tschüss, Panther. Gut, dann packen wir hier mal einen neuen männlichen Panther rein. Perfekt. Weil dann haben wir jetzt wenigstens schon einen ausgewildert. Das Blöde ja wirklich am Auswildern ist, dass man dafür kein Geld kriegt. Mal gucken, wie wir uns so auf diese Art und Weise über Wasser halten, wenn wir uns ständig hier neue Panther kaufen. Ich überlege gerade, was uns hier am meisten Geld bringt. Was die Leute gerne fahren. Vielleicht Topstar. Ich meine, da passen auch eine Menge rein, ne? Verstecken wir das... Ups. Das wollte ich jetzt absolut nicht, aber mein Gott. Haben wir halt eine Erhöhung drin. Macht ja auch nichts. So. Und dann mal runter, genau. Und dann kommen wir hier noch von der Seite. Ups. Ups, ups, ups. Gut, ist ein sehr langer Anstehweg, aber ich hoffe, der füllt sich auch noch. Alle 10 Minuten irgendeine Musik, Volllast und machen wir mal auch 2,50. Hallo, hier ist eine neue Bahn, da könnt ihr alle mal rein, die ist voll super. Und Pam Panther ist richtig. Ist das nicht großartig? Das ist so toll. Ja, ich hoffe einfach nur, dass wir die kleinen Panthers denn auswildern können. Deswegen dachte ich mir, hey, lass mal die ruhig mal alle trächtig werden. Den Bewegungssimulator würde ich auch gerne noch hinstellen. Muss man nur gucken, wo der am besten passt. Stellen wir einfach mal hier hin. Na? So. Dann lassen wir hier mal einen Weg lang führen. So. Und fertig. Dann können wir da auch noch irgendwas hinstellen zum Futtern. Zum Beispiel ein Eis. Jeder mag Eis. Perfektes Eis. Gut, vielleicht sollten wir auch noch einen Mülleimer hinstellen, weil sonst haben wir hier gleich schon wieder ein Problem. So. Ha, jetzt könnt ihr nicht anders als weiter, naja, Essen zu kaufen, wie vorher auch schon. Aber jetzt könnt ihr aus mehr wählen. Das ist doch viel, viel besser, oder nicht? Ach Mann, ich packe euch noch ein paar Bänke hin, dann habt das bequem und so. Da freut ihr euch doch, oder? Bitte sagt ja. Ach Mann. Gut, das sollte ich vielleicht auch mal aufmachen, sonst bringt uns das hier alles recht wenig. Machen wir mal 2,40, irgendeine Musik. Volllast und eröffnen. Wuhu! So, alle mal reinspaziert. Das ist total toll. Wirklich ernsthaft. Es ist super. Gut, was können wir denn noch hier Tolles bauen? Ein Luftkatapult. Ein Luftkatapult, was sehr viel Platz wegnimmt. Okay, das war vielleicht nicht ganz so gut durchdacht. Da vielleicht hin. Aber dann bauen wir die ganze Zeit so komisch im Kreis. Also ich würde es ja fast lieber hier herstellen. Ich glaube, das machen wir auch einfach mal. So und da. Und dann bauen wir hier einfach den Eingang so rum. So machen wir das mal weg da. Jetzt müssen wir das da irgendwie wieder hinplatzieren, weil ich finde, das sieht so blöd hier aus. Das ist auch wieder typisch ich, ne? Ich mache mir erstmal Gedanken, wie es hier aussieht, statt es mal aufs Geld zu achten. Aber mein Gott, ne? Oh, wir haben ja schon Pandas zur Welt gebracht. Ich bin begeistert. Das ging aber schnell, oder? Wenn wir überlegen mit den Pandas, das hat ewig gedauert, da von der Tragezeit her. Und hier bei den Pandas, da flutscht es einfach nur so raus. Ach, Mio. Gut, was ist denn das hier überhaupt? Ist es das? Ja, das ist das. So. Das muss ja auch mal hier ein bisschen nach was aussehen, oder? Weil wenn diese ganze Zeit das hier alles nur so komisch ist und es nicht richtig hinhaut, das ist ja auch blöd. Gut, wo ist unser Weg? Dann gehen wir den einfach mal hier weiter lang. Und dann können wir noch ein paar lustige Sachen drumherum herbauen. Perfekt! Aber ist auch gut, ne? Die Leute nehmen das eigentlich voll gut an hier mit dem ganzen Kram. Hier waren wir sogar kurzzeitig im Plus. Das ist ja natürlich auch nicht schlecht. Würde ich sagen, können wir einfach mal weiter gucken, was wir hier noch so bauen, oder? Hotdogs haben wir noch nicht, oder? Nein, wir haben ja eigentlich überhaupt noch nichts. Ach man, ich würde es da gerne hinstellen, aber das geht so nicht. Das ist doch voll blöd. Stellen wir die Hotdogs einfach da rein. So.
ist der Platz auch genutzt. Könnt ihr alle mal Hotdogs essen. Gut, dann geht es um eine neue Attraktion, um hier irgendwie Geld reinzubringen. Kyptum wäre eine Idee, aber ich würde hier Loop O'Plane gerne nehmen. Das ist schön klein, das können wir hier irgendwo zwischenquetschen. Machen wir mal hier hin. Und dorthin und hier hin. So. Dann haben wir hier zwar so einen Doppelweg-Bumster, aber besser als nichts. Mann, ich krieg's heute nicht hin, da alle 10 Minuten zu klicken. Es kann doch nicht so schwer sein. Und Volllast und machen wir mal das. So, perfekt. Gut, jetzt müssen wir mal zu unserem Panther schauen. Ich glaube, da wird es ein bisschen voll gerade. Und unsere lieben Pfleger haben jede Menge zu tun. Ach je. Oh mein Gott. Nein, nicht traurig sein. Sei nicht traurig. Du schaffst das. So, und dann besorgen wir euch noch einen Pfleger. Ach je. Gut, brauchen wir hier noch? Ja, ich glaube, wir brauchen auch noch Reinigungskräfte. Es wird hier langsam immer mehr. Und wie kommen die Mechaniker klar? Mechaniker haben noch alles okay. So, hallo ihr kleinen Süßen. Ich würde mal vorschlagen, wir wildern dich aus. Okay, du willst nicht. Was ist mit dir? Du willst auch nicht. Dann sollten wir euch vielleicht teilweise verkaufen. Weil ich wette, dass ihr euch einfach ein bisschen überlastet fühlt hier. So, euch geht's soweit gut. Okay, ihr habt auch noch Hunger und sowas. Okay, sagt das doch gleich. So, Baby ist es zu gesellig. Das ist blöd. Aber dann würde ich sagen, verkaufen wir einfach eins von euch hier. So, hier, verkaufen. Ist ein Baby weniger. Ich meine, wie viele Junge waren das jetzt? Ich glaube, das waren 6 Kätzchen. Oder waren es nur 5? Nur in Anführungsstrichen, ne? So, da kommt noch eins raus. 2, 4... jetzt sehe ich gar nicht mehr durch. Nee, 2, 4... Und 2 haben wir schon verkauft. Klar, dann waren es 6 Junge. Gut, wie geht's dir hier, kleines Tierchen? Deine Gesundheit geht gerade hoch. Dann lassen wir die auch mal weiter hochgehen. Und du kriegst immer mehr Hunger. Mein Gott, aber ich glaube, die Gesundheit, die macht das noch irgendwie wieder gut. So, höher geht die auch nicht. So, perfekt. Was macht dieses Kleine hier gerade? Es wird gerade satt, sehr schön, aber es hat noch Durst. Und es geht gleich was trinken, Mensch. Du bist aber ein super duper kleines. Gesundheit steigt. Perfekt, 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 perfekt. So, aber Geselligkeit ist immer noch zu niedrig. Ja, die kleinen Panthers bringen uns eine Menge Geld, ne? Wir sollten vielleicht öfters kleine Panthers machen. Gut, Penelope, wie geht's dir? Penelope geht es gut. Penelope hat nur ein bisschen Hunger. Vielleicht sollten wir Penelope was essen lassen. Und dann können wir sie, glaube ich, auch auswildern. Wuhu. Weil bis jetzt haben wir nur 2 ausgewildert, oder? Nee, 1. Na toll. Aber immerhin haben wir unseren Major Smith hier irgendwie beeindruckt. Oder Smith, ach, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ach Mensch, Penelope, willst du nicht mal was futtern gehen? Du hast doch Hunger. Geh was essen. Jetzt. Sofort. Penelope, geh futtern. Schnell. Und zügig. Und am besten gestern. Geht Penelope jetzt was essen? Juhu, Penelope geht was essen. Und Penelopes Gesundheit steigt und steigt und steigt. Sehr gut. Was? Ein Tier muss ausge... hätte ich mal zu Ende gelesen. Das Tier muss ausgewachsen sein. Oh nein. Wie lange braucht es denn, erst erwachsen wird? 28 Monate, ey. Ihr könnt mir doch mal hier... Piepe, weißt du? Ich warte doch hier keine 28 Monate, bis mir mal so ein kleines ausgewachsen ist. Da müssen wir, glaube ich, die ein oder andere Mama verkaufen. Tut mir ja leid für die Kleinen, aber so, Patrick wird auch mal verkauft. Ups, warum verkaufe ich die gerade? Ich will die doch auswildern, Idiot. Scheiße. Nein, wir wollen die doch auswildern. Oh, ich trottel. Oh Mann, nein. Ich bin so ein Idiot. Das läuft genauso scheiße wie am Anfang. Wo ich einfach mal ignoriere, dass die überhaupt da sind. Aber okay. Gut, das einzige Gute ist, wir haben jede Menge Geld jetzt in unsere Kasse gescheffelt. Im Gegensatz zu vorher, bevor wir nicht die Panthers hier hatten. So, jetzt hat die Tierpflegerin auch noch gekündigt. Na, Halleluja. Jetzt haben wir was gewonnen.
Oh, und Tierpflegerin 7 geht's immer noch nicht besser. Ey, Tierpflegerin 7, ne? Du hast sie nicht alle. Wir haben dich hier schon gefördert und was weiß ich nicht was mit dir gemacht. Und du weißt das einfach nicht zu würdigen und Tierpflegerin 9 ist faul. Das gibt es jetzt aber mal nicht. Strengt euch mal ein bisschen an hier. So, haben wir jetzt hier noch das ein oder andere Kleine? Da ist noch ein kleines. Eins haben wir jetzt noch, ne? Aber ganz ehrlich, ich finde die Kleinen ja auch super süß. Und ich gönne denen das ja auch, dass die hier bleiben. Aber jetzt so ohne Mutter ist ja auch blöd. Verkaufen wir das einfach auch und dann kann das zu seiner Mama. Yay! Was für eine Familienzusammenführung hier. Leider nicht in unserem Park, da wir ja dafür sind, die Tiere auszuwildern. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich auch nächste Folge wieder. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao!